Hallöchen, liebe Leute da draußen. Ich habe mal Zeit, wieder ein neues Video zu machen. Diesmal wird es ein bisschen anders ablaufen. Ich werde jetzt ein bisschen reden und dann schauen wir mal weiter, weil ja, ich bin jetzt einer von diesen coolen Leuten. Ich wurde jetzt in dieses Content Creator Team aufgenommen bei Vicom. Für, sagt schon hier, Armored Warfare, natürlich, was denn sonst. Und ja, ich werde einfach mal reinschnuppern, ich lasse mich überraschen, was so passiert, wie das abläuft, etc. Ich muss mal einen Schluck von meinem Kakao hier trinken, den ich mir extra gemacht habe. Ein Stück Schokolade, gibt ja was zu feiern und ja, was dann eben bedeutet, ich darf euch vielleicht da draußen auch irgendwann mal etwas zurückgeben, wie und wo und was, da muss man mal schauen, da lasse ich mich, wie gesagt, überraschen. Ich denke, ich werde mich auch nicht sehr verändern, nur weil ich jetzt in diesem Team bin, dass ich mich jetzt irgendwo, ne, ich bin der ich bin, ich bleibe der ich bin, ein bisschen hier und da vielleicht, aber jetzt im Großen und Ganzen werde ich der offene und nette Mensch bleiben, der ich nun mal bin, mit seiner eigenen Meinung, die nicht jedem gefallen muss, aber das ist vollkommen in Ordnung. Gut. Im Hintergrund seht ihr schon, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe mir gleich mal den neuen... Wo ist er denn? Da kommt er. den neuen T2 Sherman gekauft. Der M51. Und... Ja, wir schauen mal, was denn dieses Upgrade so gebracht hat. Spielen mit den ganzen Werten und so, da kommt dann nochmal reingeflogen. Okay, gut, genug rumgespielt. Der ist noch nackig. Den machen wir mal ganz kurz an, würde ich sagen. Mein Adler. Chip, 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 chip. Und mein A. Wir machen den mal blau. Ich finde das irgendwie nicht schlecht. Aber was anderes. So. Ja, die auch ganz gerne braun. Okay. Dann haben wir das ausgerüstet. Genau, wir können uns mal hier den M50 anschauen, den ganz normalen Superschirmen. Was jetzt wurde halt aufgewertet. Was wir im Spiel sehen, ist zum Beispiel hier, die Stelle wird geschlossen oder der ganze Bereich. Wir haben hier hinten, oder wir können es ja mal anschauen. Also hier vorne, diese Fläche ist jetzt eben geschlossen. Oder wahrscheinlich in dickere Panzerung. Wir haben, der Turm hat sich so ein bisschen verändert, glaube ich. Ja, hier so ein kleines wenig. Und wir haben noch so eine Ablage am Heck. Wahrscheinlich können wir die Bierkiste reinschmeißen, so, wenn wir wieder auf dem Feldzug sind, so ein paar Dörfer zu plündern. Etc. 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 Kennt euch aus. Ja. Und das Geilste ist, wir haben dann jetzt endlich mal die Heat-Granaten, die der normale Sherman ja nicht besitzt. Dann können wir uns mal die Daten anschauen. Ich habe da mal ein paar Fahrzeuge ausgewählt. Aber den Type habe ich jetzt nicht drin, weil der ist relativ ähnlich mit dem T55. Keine Retrofits, aber über die Rachel oder Rahel. Weiß das jemand, wie man den Namen ausspricht? Korrekterweise. Und ja, da können wir uns mal so ein paar, zwei, drei Daten anschauen von den ganzen Stufe 2. Beziehungsweise mit dem, wo er dann um wie viel besser ist mit dem Stufe 1 Schirmen. Mal schauen. Der Durchschlag ist natürlich enorm gestiegen, ja, dank der Heat-Munition. Ja, der M48 schwächelt da ein bisschen. Ansonsten sind wir ganz oben mit dabei. Penetrationswert natürlich auch. Ist über dasselbe, also da gibt es keine Probleme. Der Schaden pro Minute liegt bei so gut wie bei allen Fahrzeugen bei ungefähr 3000. Und Nachladezeit von ungefähr 6 Sekunden. Geht natürlich immer nach unten, wie gesagt. Keine Retrowitz etc., aber da kann auf jeden Fall der M48 punkten, aber der ist ja auch ein bisschen schwächer vom Schaden her. Also ist das noch so, Lebenspunkte. Da haben wir den Premium-Panzer und das schneidet nicht ganz so gut ab, genauso wie die Panzerung. Also balance-technisch funktioniert das noch nicht ganz so sehr, da muss vielleicht noch irgendwas gemacht werden.
meiner Meinung nach. Ja. Also gute Panzerung, weniger Lebenspunkte oder eben andersrum. Gut, Mobilität. Da fahren wir 50 Klamotten, also mal so mit ganz oben dabei. Nur die Sandalette ist ganz unten, aber die 2 km/h, das ist total egal. Beschleunigung 0 auf 32 ist auch 6 extrem langsam, aber wir sehen kein großer Unterschied wie bei allen anderen. Die Masse ist auch relativ egal. Die Wann-Drehgeschwindigkeit liegt bei 33 Grad, ist jetzt nicht so prickelnd, aber immer noch schneller als die anderen beiden hier. Aber da sind wir auch, ne? Die wiegen ja auch ein paar Tönnchen mehr. Okay. Tarnfaktor haben wir den besten. Um wahrscheinlich so ein bisschen das andere zu kompensieren, aber ja, wie nun. Ja gut, es sind doch 5%, die ist 1%, also. Und unsere Sichtweite aus der Fahrt liegt bei 400 Metern, ist auch ganz normal. Ja. Warum der T55? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich dafür vergessen einzubauen, frei zu forschen. Egal. So. Richtwinkel des Geschützes, das können wir mal schauen. Ja. Oh, wir haben auch relativ viel Platz zwischen Wanne und Geschütz. Wir haben minus 9,7. Okay. Warum nicht minus 10, liebe Leute? Warum 9,7? Okay, egal. Also, ziemlich guter negativer Richtwinkel haben wir. Können die anderen aber alle mithalten, außer der Russe. Unsere maximale Abweichung ist die beste. Nicht viel, aber immerhin, unsere Einzelzeit liegt bei über 2 Sekunden immer noch, also immer noch verdammt langsam. Und unsere Turmdrehgeschwindigkeit ist dafür am besten mit 46 Grad. Also wenn wir die irgendwie auf 50 oder so kriegen, dann wäre das schon schnieke. Ja, alles in allem. Ich hab jetzt noch nicht gespielt. Ja, es ist und bleibt ein Sherman. Für mich, er hat ein bisschen mehr Feuerkraft, aber alles andere ist immer noch genauso schlecht wie beim Stufe 1 Fahrzeug und von daher, ja. Man sollte jetzt wahrscheinlich nicht zu viel erwarten, er macht ein bisschen mehr Rums dank der Heat, aber ja. Gut, ich werde noch ein bisschen ausrüsten, eventuell, und dann würde ich sagen, geht's ins PvE. Okay, dokeli. Damit sind wir dann in der Mission oder Operation Onyx. Ich habe die mal mit Absicht ausgewählt, wenn man ja so ein bisschen, die ist ein bisschen hügelig und sowas, und habe mir gedacht, die passt doch ganz gut zum Schirmen. Der geht schön in die Kette, der Schuss. Und ihr seht, da kommen überall die Gegner. Erstmal ausgenommen. Und der ist weg. Schnell kann man gar nicht gucken, so schnell sind die feindlichen Fahrzeuge kaputt. Hab dann eben hier nach drüben geguckt, ja, normalerweise kommen ja auch von dort Gegner, aber ja, auf diesem Schwierigkeitsgrad kommt da nichts. Zack, er hat ihn schön in die Seite gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob die Sandaletten hier, die Bots, schon Ära haben oder nicht. Ja, hier wollte ich hier drüben schießen, aber hab dann gemerkt, nee. Lass mal schnell Rückwärtsgang und da mal weg. Der hätte vielleicht schon früher abdrücken sollen, aber egal. Die Gegner halten ja nicht wirklich viel aus. Aber der Kollege dann macht noch das Nebenziel, das ist sehr nett von ihm. Dann schauen wir mal, wie es denn weitergeht. Vielleicht wird es ja nochmal spannender. Wäre schön, wenn man mal ein bisschen mehr Gegner hat oder irgendwas lernt, anstatt mit 2 Schuss oder so alles kaputt zu schießen. Weil das ist echt ein wenig langweilig. So, jetzt hier hoch. Kommt wieder welche. Bums, den haben wir rausgenommen. So, jetzt habe ich mal endlich eine Position gefunden, wo ich so ein bisschen das machen wollte, was ich mir dachte. Nee, hier ist ein kleiner Hügel, da kann man sich verstecken, seine Wanne. Die Bots schießen dann ja meistens nicht in den Turm, höchstens in den Drehkranz und so. Ja.
Und da ich ja dann hier nichts weiter abgekriegt habe, habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Wenn du was abhaben willst, dann musst du angreifen. So, da kam einer von hinten, deswegen hat er drum gedreht. Habe ich dann hier vorn positioniert, weil ich dachte, da wird noch irgendwie was kommen. Ja, der hat mich dann noch aufgemacht, deswegen war ich dann ganz kurz irritiert und dachte, von hier kommt vielleicht doch noch einer, versteckt sich einer. Huch. Was dem aber nicht so war. Ja, und dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Mit der Vorstellung des M51i Sherman. Ich kann ja schon mal sagen, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ich hatte am Ende 2000 Schaden, also ich mache ein bisschen was. Und hatte dann 23.000 Credits raus. Im Tagessieg. Also ja, es ist jetzt kein Vehikel, wo man super viel Credits mitmacht. Eher was für Sammler oder so. Ja, der liegt schön ins Gelände. Bin ich jetzt hier runtergejodelt. Krieg nochmal schön die Hucke voll. Da kommt auch noch einer hoch. Kommst du denn? Eigentlich wollte ich ja nur die Nebendings hier unten machen. Klick, klick, klick. Also da habe ich nochmal ordentlich was abgekriegt. Klick, klick, klick. So, da oben ist noch einer. Ja. Aber auch wenn ich zum dritten Mal sage, Sherman Light. Sherman. Nichts Besonderes. Oh, vielleicht passiert noch was, aber ja, auf den unteren Stufen ist das immer so eine Sache. Und das war's. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und ja, haltet die Ohren steif immer. Tschüss.